Wunderbar, herzlich willkommen bei dieser Pressekonferenz zur Vorstellung der Epicenter Academy. Mein Name ist Thomas Lohninger, ich bin Executive Director von Epicenter Works. Mit mir am Podium ist Daniel Lohninger, der Leiter der Bildungsabteilung der Epicenter Academy, und Bettina Heise, die Direktorin der Arbeiterkammer Niederösterreich. Ich darf Sie heute herzlich willkommen heißen hier und kurz ein bisschen die Einleitungsworte machen, vor allem auch wer ist Epicenter Works zuerst einmal? Also der Verein, der heute hier diese Academy gründet, den gibt es seit 13 Jahren. Wir sind Österreichs größte Datenschutzorganisation und setzen uns eben seit 13 Jahren für Grundrechte im Internet ein. Das heißt, wie Sie finden bei uns ganz viele Gesetzesanalysen zu dem, was an Überwachungsgesetzen in Europa und Österreich im Moment in der Pipeline ist. Wir machen Kampagnen, wir gehen auf die Straße, wir sind aber auch sehr viel im Parlament aktiv, da ganz oft auch Sachverständige geladen. Und diese politische Arbeit, die wir seit 13 Jahren machen, da machen wir heute sozusagen einen großen Schritt zusätzlich, dass wir uns zum ersten Mal von unserer Kernfunktion als Watchdog ein bisschen entfernen. Und Sie können sich auch fragen, wieso ein Datenschutzverein zum ersten Mal das macht, was der Innenminister fordert, wie Sie jetzt gerade in diesem Video gesehen haben. Ja, weil wir, glaube ich, bei diesem Punkt auch wirklich einen Konsens in Österreich haben, die Digitalisierung ist angekommen im Leben der Menschen. Es ist nicht mehr nur eine Frage, die Nerds und Leute, die sehr technikaffin betrifft, sondern die wirklich alle Menschen bewegt, wo es bei allen Menschen Berührungspunkte gibt, sowohl in der Arbeitswelt, im Privatleben, aber eben auch bei demokratischer Mitbestimmung. Und wir sehen heute, dass Digitalisierung bei so gut wie jeder Wahl eine Rolle spielt. Und wir sehen auch, dass ganz oft es eben nicht nur an den Gesetzen liegt und an den Angeboten von globalen Konzernen, sondern vieles hängt dann am Ende auch an unserem individuellen Verhalten. Es gibt Alternativen zu WhatsApp, zu Facebook, zu Twitter. Und oft gibt es auch Möglichkeiten, wirklich aktiv etwas für den eigenen Datenschutz zu machen. Und das ist aber wirklich nur mit der richtigen Kompetenz möglich, wenn man versteht, wie Technik funktioniert, wenn man versteht, was auch die Geschäftsmodelle von Firmen sind. Und genau da wollen wir mit der Epicenter Academy eben ansetzen. Uns geht es hier ganz klar darum, dass es für die Bevölkerung einen Unterschied macht, wenn ich aufgeklärt bin. Unser Zugang zu Digitalisierung ist auch ein emanzipatorischer. Wir wollen hier nicht mit dem Zeigefinger auf junge Menschen deuten und sagen, das darfst du nicht, oder so im Sinne von einer katholischen Sexualerziehung, je weniger man mit Technik zu tun hat, umso besser. Und wenn man die Existenz des Internets in der Schule verschweigt, dann werden die Kinder schon selbstbestimmt mit Technik umgehen können. Das ist unsere Meinung nicht der Fall, sondern unserer Meinung nach geht es genau darum, Spaß am Gerät zu haben. Es geht darum, auch die Alternativen zu kennen, um eben selbstbestimmt mit Technik umgehen zu können. Und wir als spendenfinanzierter, gemeinnütziger Verein, der seit 13 Jahren unabhängig von allen politischen Parteien, von allen Firmen ist und sich wirklich nur den Grundrechten und den netzpolitischen Themen verpflichtet sieht, ich glaube auch, dass wir besonders gut aufgestellt darin, hier so ein Leuchtturm zu sein, der neutrale, zielgruppengerechte Informationen bereitstellt. Und deswegen diese neue Epicenter Academy. Das Ganze ist eine GmbH, die wir gegründet haben, die im hundertprozentigen Besitz des Vereins ist. Wir haben uns da sehr stark an den Antirassismus-Trainings von ZARA orientiert. ZARA, die Beratungsstelle für Opfer und Zeuginnen von Rassismus, da gibt es auch nahe Verhältnisse. Wir haben da auch den Gründer von ZARA bei uns im Vorstand, und deren Trainingsabteilung hat, glaube ich, sehr viel geleistet über die letzten Jahrzehnte. Und genau da wollen wir auch anknüpfen. Und die Epicenter Academy soll eben wirklich auch gewinnbringend diese Dinge anbieten an Firmen, um damit Bildungsarbeit quer zu finanzieren, aber zum Beispiel auch Beratungsleistungen, die wir für NGOs anbieten. Also wir haben hier schon, sei das jetzt die Beratungsstelle für Islamophobie oder Frauen beraten Frauen. Wir wollen hier auch wirklich bei den Problemen, die in Organisationen ansetzen, die in Organisationen aufkommen durch die DSGVO, durch den Umgang mit digitalen Techniken, wenn es um Klientinnen und Klienten geht, genau hier auch ansetzen. Die Academy wird aber bewusst auch denselben Kriterien unterliegen wie der Verein, was die politische Neutralität betrifft. Das heißt, wir werden weiterhin genau darauf schauen, wer uns finanziert, und wollen hier auch kein Geld von politischen Parteien nehmen, von Big Tech nehmen. Dadurch grenzen wir uns auch ab von anderen Beratungsleistungen, die es in Österreich gibt.
Wir glauben, dass dieses Wissen nur dann wirklich das Vertrauen der Bevölkerung genießen kann, wenn man genau weiß, wie es zustande kommt. Und natürlich gibt es auch Grenzen, die sich jetzt auch schon durch unsere Arbeit ergeben. Also als Verein bekommen wir unheimlich viele Anfragen, doch irgendwelche Produkte zu bewerten, zu beraten oder zu zertifizieren. Und da sagen wir immer nein. Wir beraten teilweise Ministerien, aber immer nur unentgeltlich. Wenn die zu uns kommen, wie zum Beispiel damals bei der Stop-Corona-App und sagen, bitte schaut euch das an, dann machen wir das. Aber das machen wir immer unentgeltlich. Und auch die GmbH, also die Epicenter Academy, soll hier eben keine Beratungsleistungen Institutionen, die keine NGOs sind, ausgeben und auch nicht konkret an Produkten arbeiten. Weil wir einfach weiterhin in der Rolle sein werden, dass wir von Medien, von der Politik, von allen möglichen Stakeholdern um unsere Meinung gefragt werden. Und die muss einfach so neutral sein, wie wenn man zum Doktor geht. Ja, ich glaube, das sind immer so die wichtigsten Punkte, die ich hier im Eingangsstatement sagen wollte. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, ist der Gedanke des offenen Wissens. Es geht hier um Bildung, das heißt, es geht darum, dass man diese neutrale Information wirklich zielgruppengerecht in die Welt bringt. Das heißt, es ist auch nicht nur irgendwo Dinge aufschreiben, sondern sie wirklich auch verständlich machen. Unser E-Learning hat ganz stark interaktive Teile, weil es geht um Kompetenzsteigerung. Sowas wie, was ist ein sicheres Passwort? Das muss ich irgendwie 2-3 Mal ausprobiert haben und nicht nur als Theorie im Kopf, damit ich es wirklich anwenden kann. Und gerade bei Passwörtern kann man so viel falsch und richtig machen. Und deswegen wird auch unser komplettes E-Learning frei lizenziert sein unter einer Wikipedia-tauglichen Creative Commons Lizenz. Also wir wollen damit auch Angebote machen für Lehrerinnen und Lehrer. Gerade da, wo in der digitalen Grundbildung es heute noch fehlt, wollen wir hier wirklich so ein bisschen der Rising Tide machen, die alle Boote nach oben bringt. Und deswegen werden die E-Learning-Angebote auch immer frei lizenziert sein, sodass die von allen auch kommerziell genutzt werden können, auch in dem Klassenzimmer verwendet werden können. Und wir setzen hier auch auf offene Standards, dass die interaktiven Übungen trotzdem auch gut eingebettet werden können. Zum Beispiel die Edothek des Bildungsministeriums hat da auch schon Angebote von uns übernommen. Aber bevor ich jetzt zu sehr schon in den Bereich der Academy rübergehe, gebe ich das Wort an Daniel Lohninger. Ja, danke. Ich freue mich sehr, dass wir das heute präsentieren können. Ich möchte zuerst anfangen mit, wie das entstanden ist und wie uns das überhaupt möglich war. Wir haben seit Jahren machen wir Weiterbildungen, Fortbildungen, Vorträge, Workshops in unterschiedlichen Bereichen von Aktivisten, Aktivistinnen, auch im Ausland, über Journalistinnen, Gewerkschaften, Unternehmen, in der Lehrerinnenfortbildung und Ausbildung, aber auch in Doktoratslehrgängen. Und wir haben da immer sehr großen Erfolg gehabt und es ist immer sehr gut angekommen, die Themen, aber wir haben das immer nur aus dem Kernteam bespielen können, so wie es halt auf Zuruf, wenn es möglich war, weil die politische Arbeit im Kern gestanden ist. Wir haben schon gesehen, dass Bildung hier einen wesentlichen Beitrag leisten kann, dass wir auch etwas in der Gesellschaft verändern können und dass dieses Wissen dringend gebraucht wird, eben um selbstbestimmt mit Technik umzugehen und auch Entscheidungen treffen zu können. Das Projekt jetzt zu starten, war uns möglich dank der Arbeiterkammer Niederösterreich, die uns im Zuge des Projektfonds ein Projekt gefördert haben, digitale Selbstverteidigung für Lehrlinge, wo wir ganz viel umsetzen konnten von dem, auf das wir jetzt aufbauen und was wir weitermachen möchten. Es war ein sehr umfangreiches Projekt. Ich habe im Dezember 2021 damit angefangen, das Konzept dann auszuarbeiten. Wir haben hier das Wissen und die Expertise aus dem ganzen Team genutzt und eingebaut, technische Expertise, juristische Expertise und Erfahrung in der Vermittlung dieser Inhalte und der Vortrag, diese vorzutragen. Es hat bestanden aus einem freien E-Learning, das eben unter Creative Commons Lizenz CC BY Epicenter Works, Epicenter Academy zur Verfügung steht. Dann haben wir ein Train-the-Trainers-Programm aufgesetzt, wo wir dieses Wissen noch einmal in vertiefender Form an Leute vermittelt haben, die dann für uns tätig wurden, die wir angestellt haben. Da haben wir ein tolles Team gefunden. Wir möchten auch noch einmal eine zweite Runde machen, weil wir sehr viele Bewerbungen noch hatten von Juristinnen, Technikern, Technikerinnen und sonstigen Experten, die aber nicht angestellt bei uns tätig sein wollen, sondern nur freiberuflich gerne auch Workshops machen wollen.
Und dann haben wir ein Workshop-Konzept erarbeitet und Workshops angeboten, die direkt in den Berufsschulen für die Lehrlinge stattgefunden haben. Im Projektzeitraum, in der Evaluierung, waren es ungefähr 900 Lehrlinge, die wir so erreichen haben können seit November letzten Jahres bis Ende dieses Schuljahres. Insgesamt haben wir noch darüber hinaus gearbeitet, sind es jetzt schon mit 1100 an 20 unterschiedlichen Standorten in Niederösterreich, also Landesberufsschulen und Berufsförderungsinstituten. Und wir haben da viel Erfahrung nochmal sammeln können in der Vermittlung und in der niederschwelligen Vermittlung unserer Inhalte. Viel Erfahrung, was besonders gefragt wird bei dieser Zielgruppe, und es hat uns aber selber auch sehr viel Freude gemacht, diese Arbeit. Es ist alles evaluiert von einer externen Evaluatorin, um auch zu sehen, währenddessen, wo wir Verbesserungen machen können. Wir haben dann inhaltlich nachgebessert, auch im Workshop-Konzept nochmal nachgebessert und haben jetzt eine gesamte Evaluierung, die auch uns überrascht hat, wie gut das funktioniert hat, weil die Wissenssteigerung, die sie sich selbst einschätzen, sehr massiv ist. Wir haben auch die Inhalte und die Methoden und die Performance der Trainer dabei evaluiert. Das findet man alles online bei uns auf der Webseite Epicenter Academy ausführlich. Und das Projekt haben wir auch bestätigt, dass es für den Maßnahmenkatalog für Cybersicherheit in Österreich vom Bundeskanzleramt aufgenommen wird. Genau. Jetzt möchte ich die Direktorin der Arbeiterkammer Niederösterreich bitten. Ja, vielen Dank. Es ist wunderbar, wenn ein Projekt, das mit Geldern der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Niederösterreich finanziert wird, erfolgreich ist und präsentiert werden kann. Herzlichen Dank dafür. Ich muss ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. 2018 haben die Arbeiterkammern österreichweit ihr Zukunftsprogramm gestartet und damals gesagt, sie wollen die Arbeitnehmerinnen beim digitalen Wandel der Arbeitswelt begleiten und sie ertüchtigen, in dieser digitalen Arbeitswelt zurechtzufinden. 2018, 2019 hat sich das noch sehr theoretisch angehört und über viele Dinge, die man geredet hat, waren ein bisschen so wie, Orchideenthemen. 2020 war das Ganze schlagartig anders mit der Pandemie und dem Einsatz von Homeoffice im großen Maße und einfach nur mehr digitalen Kommunikationsmöglichkeiten war plötzlich für alle sehr erlebbar. Das ist eine neue Welt, eine andere Arbeitswelt, die sich hier sehr schnell eröffnet hat, mit eben Chancen, aber auch mit wahnsinnig viel Risiken. Also wir waren damals punktgenau mit unserer Idee im Projektfonds, Projekte zu unterstützen, die den digitalen Wandel für Arbeitnehmerinnen gut begleiten und gut auf Schiene bringen. Eine Gruppe, die uns besonders am Herzen liegt und die oft in der öffentlichen Debatte zu kurz kommt, sind die Lehrlinge. Wenn wir über Schulprojekte reden, dann hat automatisch jeder irgendwie Volksschulen oder Mittelschulen und Gymnasien im Kopf und die wenigsten denken an die Berufsschulen und an jene in Niederösterreich 20.000 jungen Menschen, die dort ausgebildet werden. Deswegen war die Projektidee, Lehrlinge gezielt anzusprechen und ein Projekt auf Augenhöhe mit Lehrlingen zu machen, für uns besonders wichtig und quasi aus doppelten und dreifachen Grund passgenau in unsere Förderlogik und in unsere Ambitionen mit dem Projektfonds, die richtigen Menschen zu erreichen. Ja, in dem Sinne ist es wunderbar, dass da so viel erreicht worden ist. Mit Stolz habe ich auch knapp vorher erst realisiert, dass die ersten Lehrlinge, mit denen ihr ausprobiert habt, ob alles wirklich funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt, unsere eigenen Lehrlinge im Haus waren, die sehr profitiert haben davon, was ich gerade beim Auszeichnung anschauen von Lehrabschlüssen gesehen habe. Das war fein, dass ihr wirklich mit unseren Lehrlingen so viel Erfahrung machen konntet. Dass 1100 jetzt gefolgt sind, ist natürlich eine besondere Erfolgsgeschichte. In diesem Sinne ist es sicher eines unserer Vorzeigeprojekte oder Leuchtturmprojekte, wo die richtigen Menschen erreicht wurden, wo von der ganzen Zugehensweise auf die Arbeitnehmerinnen auf Augenhöhe gearbeitet worden ist. Das ist uns besonders wichtig, dass nicht Konzerne eben von oben herunter irgendwelche Lehrinhalte vorgeben, sondern dass man wirklich mit den Schülerinnen und Schülern, Berufsschülerinnen in dem Fall,
mit ihnen auch in ihrer Welt kommuniziert und ihre Anliegen annimmt. Wir haben gehört, dass die Kriminalstatistik inzwischen sich sehr stark in die digitalen Welten verlegt hat. Jugendliche haben aber noch mehr Probleme in der digitalen Welt als jetzt reine kriminelle Aktionen. Es ist auch Cybermobbing, viel an unterschwelligen Subkulturen, die sich im Internet abspielen, die auf Lehrlinge einprasseln, und sie dort zu ertüchtigen, sich sicher in dieser Welt zu bewegen und nicht auf alles hineinzufallen, sondern selbstbestimmt und selbstbewusst durch die digitale Welt zu gehen, das ist halt unser Anliegen. Ihr seid sehr ambitioniert unterwegs, ihr habt es auch geschafft, unsere IT etwas zu knacken. Euer Evaluationsbericht ist so stark gewesen, dass unsere Server einmal kurzfristig geraunzt haben und unser IT-Leiter, glaube ich, ein kurzfristiges Anliegen hatte, was ist das, was da kommt. Also ihr habt uns viel, viel zum Lesen, zum Aufarbeiten gegeben, dafür herzlichen Dank. Unser IT-Leiter hat es verkraftet. Ja. Danke. Dankeschön. Ich möchte vielleicht noch kurz ein bisschen genauer beschreiben, was wir da jetzt gemacht haben und was wir noch vorhaben. Im Zentrum steht eben dieses offene E-Learning, das wir geschaffen haben. Das ist frei zugänglich bei uns im Web, einfach weil wir so unsere Agenda, unsere Mission, unsere Vision, möglichst viele Menschen zu erreichen und das möglichst stark in die Breite zu tragen, am effektivsten erreichen können. Dafür ist dieser freie Zugang wichtig. Da haben wir eine große Zielgruppe, die darauf zugreifen kann. Wir wollen hier qualitativ hochwertige Informationen frei zur Verfügung stellen. Die Inhalte sind strukturiert in Kapitel. Es waren einmal 8 Kapitel für die Lehrlinge, jetzt sind es 9 gerade, die veröffentlicht sind. Es gibt hier Text, es gibt Videos, es gibt interaktive Lernelemente, für die wir einen freien Standard nutzen, der technisch leicht integrierbar ist. Also diese Elemente können dann leicht integriert werden, auch in alle gängigen Lernplattformen in Österreich und Deutschland. Mit H5B. Und wir haben bei der gesamten Webseite und beim E-Learning auch sehr stark auf Barrierefreiheit geschaut, was den Kontrast betrifft, was Untertitel in Videos betrifft, was Bildbeschreibungen betrifft. Und wir wollen hier noch weiter dazulernen, um die PDF-Barrierefreiheit zum Beispiel zu verbessern. Wichtig ist hier, dass wir eben jetzt ein Team haben, das sich auch wirklich darum kümmern kann, dass zeitnah Änderungen einpflegen kann, weil IT-Sicherheit ist kein fixer Status, sondern es ist ein ständiger Prozess, den wir hier weiterentwickeln. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir ein Team haben, das sich auch wirklich ständig darum kümmern kann. Gestern ist das Thema digitale Grundbildung aufgeschlagen, dass es hier bei den Lehrern noch großen Bedarf gibt, auch was ihre eigene Weiterbildung betrifft. Und unser E-Learning ist hier auch als Ressource für Lehrkräfte schon empfohlen worden vom Bildungsministerium, eben auch in der Edothek aufgenommen und für den Einsatz in der Oberstufe empfohlen. Wir hoffen, dass es hier sehr stark zum Einsatz kommt. Ich glaube, das ist sehr geeignet, sich auch selbst hier weiterzubilden. Die Lehrkräfte können es dann auch für ihre Zielgruppe am besten anpassen. Hier wollen wir einfach einen Mehrwert bieten und sozusagen auch wie ein offenes, wirklich freies Schulbuch, das zur Verfügung steht und weiter genutzt werden kann. Momentan bilden die Kapitel einen starken Überblick und einen guten Überblick über den Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit. Da wird noch einiges folgen. Es kommt noch was zu Online-Kriminalität, was im Entstehen ist. Wir arbeiten aber auch schon an einem Kapitel zu künstlicher Intelligenz, weil es hier große Nachfrage gibt, sowohl was das Grundverständnis betrifft für Schüler, Schülerinnen, Lehrkräfte, die ja alle damit zu tun haben, aber auch in Unternehmen, wo das Thema sehr große Bedeutung hat. Was ich auch noch gerne angehen würde, wäre so ein das Thema Quellenbewertung, da suchen wir auch oder sind schon mit Partnern im Gespräch, die hier Reputation haben und würden gern ein Thema zur Quellenbewertung, zur Fake News auch machen. Wir wollen gemeinsam mit Epicenter Works an einer positiven Digitalisierung arbeiten, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und hier Wissen und Erfahrung aus juristischer, technischer und soziologischer Perspektive weitertragen. Diese Schulen, damit wir das effektiv machen können, genauso wie unsere Arbeit, die wir in anderen Bereichen machen mit Multiplikatoren. Wir gehen zum Beispiel in die Lehrerinnenfortbildung. Wir arbeiten aber auch für die Datenschutz, bei Vorträgen für Datenschutzbeauftragte der Bildungsdirektionen und alle pädagogischen Hochschulen. Bei Konferenzen, da gibt es Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium. Das ist alles Arbeit, die teilweise unentgeltlich passieren muss oder passiert. Und damit wir das finanzieren können, gibt es eben auch Workshops, die
wir kostenpflichtig anbieten werden und wollen hier vor allem einen Mehrwert bieten für Berufsgeheimnisträger, mal bei KMUs. KMUs sind das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft und wir wollen hier mal Berufsgeheimnisträger schützen, die Ärzte, Anwältinnen, Finanzdienstleister, die hier besonders sensible Daten haben und umfangreiche Daten haben. Ja, du hast es auch schon gesagt, Vereine wollen wir haben, für die gibt es Sozialtarif oder mit denen arbeiten wir öfters zusammen. Eben in der Frauenberatung haben wir schon mehrere Projekte jetzt gemacht, weil es hier zum Beispiel auch zu Angriffen auf Frauen kommt, die überwacht werden von Ex-Partnerinnen oder Partnerinnen und hier wollen wir unterstützen. Ja, ich freue mich sehr, mit diesem Team jetzt weiterarbeiten zu können und dieses Projekt weiter wachsen zu sehen. Danke. Vielen Dank. Gut, Mikrofon funktioniert. Und jetzt kommen wir zum interaktiven Teil. Ich freue mich wirklich sehr auf Ihre Fragen. Bitte, da ist schon die erste. Warten Sie kurz, ein Mikrofon kommt zu Ihnen. Sie haben immer wieder betont, dass Sie unentgeltlich arbeiten. Trotzdem kostet die Arbeit, die hinter Ihren Angeboten stehen, nicht wenig Geld. Wie finanzieren Sie sich? Hauptsächlich durch die öffentliche Hand oder durch Spenden oder wie immer auch? Gute Frage, vielen Dank dafür. Also Epicenter Works, der Verein, den es seit 13 Jahren gibt, der war mal früher der Arbeitskreis Vorratsdaten, ja? Also hat sich gegründet, um gegen die Vorratsdatenspeicherung zu kämpfen. Die Hälfte der Zeit waren wir komplett ehrenamtlich, wir hatten überhaupt kein Geld. Und eigentlich erst mit 2014 haben wir Mitarbeiterinnen eingestellt, da war ich damals als erster Mitarbeiter als Geschäftsführer und da haben wir dann auch angefangen, um Spenden zu werben, um Förderungen anzusuchen. Unsere erste Förderung war von der NetIdee und wir haben auch heute noch Stiftungsgelder. Open Society Foundation gibt uns seit 2015 Core Funding und andere Stiftungen internationaler Natur ebenso, NetIdee auch in einigen Jahren. Also über einige Jahre haben wir Projekte dort finanziert bekommen, aber der Großteil des Budgets des Vereins kommt wirklich von Kleinstspenden. Aber diese Spenden sind natürlich für den politischen Betrieb. Das ist für die Rolle, die wir als Watchdog haben, dass wir der Politik auf die Finger schauen und dass wir halt so gut wie jedes Gesetz, was in Österreich durch den Nationalrat geht, wird von uns analysiert, gibt es da grundrechtliche Bedenken und glauben Sie mal, da ist sehr viel zu tun in den letzten Jahren. Also Datenschutz war, als wir angefangen haben, wirklich noch ein Thema unter ferner Liefen und heute haben wir nicht mehr irgendwie ein Gesetz alle 3 Jahre, sondern 30 Gesetze in einem Jahr. Und wir arbeiten ja nicht nur in Österreich, sondern die Hälfte unserer Energie geht auf EU- oder UN-Ebene. Also da ist sehr viel zu tun. Der Bildungsbereich war da eben, das hat Daniel ja auch gesagt, was das wir gerne gemacht haben, aber immer nur, wenn Zeit war. Und dadurch ist es oft unter den Tisch gefallen. Wir hatten einfach viel mehr Anfragen, als wir überhaupt bedienen konnten. Und das soll sich jetzt mit der Academy ändern, die halt eben wirklich sich nur um diesen Bereich kümmert und die zum Beispiel, wenn ein Unternehmen ein Training haben will, das auch gewinnbringend anbieten kann. Das kann ich als gemeinnütziger Verein gar nicht. Also ich kann ja nicht mit Gewinnabsicht als Non-Profit agieren. Und deswegen diese eigene Rechtspersönlichkeit, die aber eben genau denselben moralischen, ethischen Transparenzkriterien unterliegt wie auch der Verein. Und wir wollen eben über diese Arbeit dann auch das, was wir an Schulen tun, das wir in NGOs tun, dadurch querfinanzieren. Und auch die Erstellung der Lehrmaterialien natürlich. Das ist etwas, wo wir ja auch einen Mehrwert für die Allgemeinheit schaffen. Die sind frei verfügbar für alle, die werden nie was kosten. Und das soll eben auch explizit dann querfinanziert werden damit. Aber man muss auch ganz klar hervorheben, ohne die Unterstützung der Arbeiterkammer Niederösterreich hätten wir es nie geschafft, das auf den Boden zu bringen. Also das war auch was, wo wir haben, glaube ich, sogar davor schon ein, zweimal eingereicht und nicht wirklich Erfolg gehabt, sondern erst mit der Arbeiterkammer Niederösterreich hatten wir dann den Durchbruch. Und jetzt sind wir auch da natürlich weiter im Schauen, wie wir das finanziert bekommen in der Förderungen. Aber ich muss auch dazu sagen, Epicenter Works, das Verein, hat in seiner 13-jährigen Geschichte noch nie Gelder von der öffentlichen Hand genommen. Also wir haben da auch immer auf unsere Unabhängigkeit geschaut. Mehr Fragen? Noch? Ja, hallo.
Ich habe eine Frage. Können Sie vielleicht ein paar konkrete Beispiele geben für das E-Learning und auch, wie Sie zum Beispiel ChatGPT im Unterricht sehen? Ja, danke. Ja, also im E-Learning gibt es unterschiedliche Kapitel. Da geht es einmal um Grundlagenbewusstsein für Datenschutz, aber dann auch ganz konkrete Dinge wie Verschlüsselung oder wie setze ich ein Passwort richtig. Da kann man eben dann noch testen, wie sicher ein Passwort wäre, wenn man sich eins ausdenkt, welche Kriterien das erfüllen muss, eben möglichst komplex, über 32 Zeichen lang und was es dann noch für Lösungen gibt, eben Passwortmanager und was es da für Empfehlungen von uns gibt, dass man sowas auch sehr angenehm und trotzdem dann effektiv umsetzen kann. Beim Thema Cybersicherheit, zum Beispiel Phishing im neuen Kapitel, gibt es interaktive Möglichkeiten, dass man das selber testen kann, ob man erkennt in einer E-Mail, was so Dinge sind, die verdächtig sein könnten, zum Beispiel wie ich URLs, die verlinkt sind, testen kann in einer E-Mail. Das sind so Beispiele fürs E-Learning. ChatGPT im Unterricht ist ein Thema, das wir uns auch schon ein bisschen genauer anschauen und auch schon mit den Datenschutzbeauftragten des Bildungssystems in Österreich thematisiert haben. Ich glaube, man wird AI im Unterricht wird seinen Platz haben müssen und den hat sie auch schon in gewisser Form, egal ob bewusst oder unbewusst behandelt. ChatGPT ist natürlich aus Datenschutzsicht teilweise fragwürdig. Wir empfehlen hier auf jeden Fall, wenn es zum Einsatz kommt, die Opt-outs wahrzunehmen, dass die Daten nicht fürs Training von ChatGPT genutzt und gespeichert werden und auch Opt-out aus dem Schiedsgericht, dem man sich unterwirft in den USA, vor allem im Einsatz im Unterricht. Nochmal, eine gute Analogie ist an der Stelle immer, dass solche Large Language Models, also sowas wie ChatGPT oder der Sprachassistent von Google Bard, das ist ein bisschen wie der Taschenrechner. Wenn man das kann man natürlich in der Schule einsetzen, ist auch irgendwann einmal sinnvoll, aber wenn man zu früh damit anfängt, dann lernt man die Grundrechnungsarten nicht. Und es ist auch da so, dass jetzt irgendwie zu früh schon solche sehr mächtigen Werkzeuge einzusetzen, kann dabei schaden, diese Grundfertigkeiten zu lernen. Und gleichzeitig muss man auch verstehen, dass solche Large Language Models eben nicht wie ein Taschenrechner sind, weil 2 plus 2 ist nicht immer 4. Also das ist ja ein besseres Autocomplete. Und es kann hier auch ganz viel an Informationen aus diesen Large Language Models rausfallen, die einfach faktisch nicht stimmt. Und sich dann darauf inhaltlich zu verlassen, kann gefährlich sein. Also hier ist auch einfach der richtige Umgang mit Technik, sodass man das begreift, was man sich davon erwarten kann und was man nicht davon erwarten sollte, glaube ich, ganz wichtig für die Digital Literacy, für die Medienkompetenz. Denn es ist davon auszugehen, dass das schon einen gewissen Anteil in der Arbeitswelt haben wird in der Zukunft und auch in klassischen White-Collar-Berufen, dass man da einfach auf solche Werkzeuge zurückgreifen wird, wie man heute im Grafikdesigner Photoshop zurückgreift. Und da ist es einfach wichtig, die richtigen Vorstellungen davon zu haben, wie diese Technik funktioniert. Und einfach auch hier ist unser Ziel, dass die Leute selbstbestimmt damit umgehen können. Und wir sind aber dann sozusagen als Verein trotzdem auch eine Verantwortung beim Bildungsministerium, hier die Lehrkräfte nicht alleine zu lassen mit diesen Dingen. Zum Beispiel da Guidelines rauszugeben, dass sich das nicht jede Lehrerin und jeder Lehrer selber zusammensuchen muss, wie man jetzt mit solchen Werkzeugen umgehen soll. Gibt es noch weitere Fragen? Hallo, Paul Bayer, Schubo Systems. Ich habe eine Frage bezüglich der Ausrollung von euren Unterrichtseinheiten, die ihr jetzt außer Niederösterreich, wie wollt ihr da weitermachen? Also wie schaut das dann aus, wenn ihr nach Oberösterreich, Steiermark, Wien etc. geht? Werdet ihr da wieder mit Beratern arbeiten oder mit jemandem, der in die Klassen geht oder die Schüler berät, oder wollt ihr es tatsächlich digital lassen und ihr den dortigen Ausbildnern in den Schulen übergeben? Das würde mich interessieren. Also prinzipiell, das E-Learning steht mal allen zur Verfügung. Wir freuen uns, wenn das genutzt wird, wenn es empfohlen wird und wenn es von den Lehrkräften auch angepasst und weiter genutzt wird in ihrem Unterricht für sich und für die SchülerInnen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn wir selber mit Teams, mit Trainern in Teams, bis jetzt waren wir immer zu zweit, an die Schulen kommen können, weiterhin. Wien wird uns natürlich sehr freuen, wenn wir hier unseren Standort haben, aber auch in anderen Bundesländern. Wir haben auch schon Anfragen aus anderen Bundesländern, jetzt von Landesberufsschulen, die von dem Projekt gehört haben. Und wir werden das so gut wie es möglich ist, auch sehr gerne sehr persönlich weitermachen wollen. Ja. Weitere Fragen? Wir haben noch Zeit.
Ja, Herbert Waloschek, eine Frage, die vielleicht über den derzeitigen Themenbereich hinausgeht. Wir wissen, dass sich ja die großen Digitalkonzerne der Daten bedienen, die da so als Nebenprodukt anfallen, in Wirklichkeit das Hauptprodukt des Betriebs an, wenn wir an Facebook, TikTok oder ähnliche Dinge denken. Wie weit ist vorgesehen, dass im Rahmen dieser Fortbildung der Verweis auf Alternativen aus freier, offener Software, die datenschutzkonform betrieben werden kann, die dezentral betrieben werden kann, wo man nachschauen kann, was die Software wirklich macht und wo es keine Geschäftsgeheimnisse gibt, das heißt, wo die Algorithmen, die dabei verwendet werden, auch nachvollziehbar sind. Wie weit ist daran gedacht, das in diese Richtung auszuweiten? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt in unseren Inhalten, dass wir erstens mal diese Geschäftsmodelle transparent machen wollen, darauf hinweisen wollen, wie hier Daten genutzt werden, was mit den Daten passiert, welche Entscheidungen da getroffen werden können, wie man beeinflusst wird. Das ist ein ganz zentrales Element schon. Auch Open Source als Prinzip und konkrete Alternativen, zum Beispiel bei Messengern, sind in unserem Lehrmaterial enthalten. Und ich sehe auch, dass das weiter ein sehr starker Fokus sein wird, weil das eben wichtig ist für die emanzipatorische und selbstbestimmte Nutzung. Hier auch zu wissen, dass es Alternativen gibt. Also das ist, wie es der Herr schon gesagt hat, wirklich ein zentraler Bestandteil, auch dass man Alternativen aufzeigt, weil oft ist es eine Konsumentscheidung, die über mein persönliches Datenschutzniveau entscheidet. Ja. Also man muss nicht auf Facebook sein. Und dass es da eben auch das Wissen gibt, ich muss vielleicht die Elterngruppe für meine Kinder nicht auf WhatsApp haben, sondern es gibt eine Alternative, die heißt Signal. Das ist in Österreich lustigerweise durch die Chat-Affären ein weitaus bekannteres Wissen als in vielen anderen Ländern, aber dass man zum Beispiel dann auch weiß, wieso ist Telegram kein sicherer Messenger, wieso ist Facebook Messenger nichts, was man verwenden sollte, dass man das kann man, glaube ich, sehr gut zielgruppengerecht rüberbringen, und hier ist auch das Ziel, eben wirklich das einordnen zu können selber und zu verstehen anhand der Geschäftsmodelle. Danke. Wir hätten immer noch so 10 Minuten, aber ich meine, wir müssen jetzt auch nicht, wenn es keine Fragen mehr gibt. Eine noch? An die Arbeiterkammer. Wie schwer war es, Sie dazu zu bringen, tatsächlich Geld in die Hand zu nehmen, um so eine Ausbildung möglich zu machen? Also wie viel Überzeugungsarbeit war intern notwendig, damit es funktioniert hat, diese Art der Ausbildung in die Schulen zu bringen? Dieser letzte Schritt oder beziehungsweise das konkrete Projekt war überhaupt nicht schwierig, weil wir vorgelagert schon die Struktur geschaffen haben, dass wir Projekte, die den digitalen Wandel begleiten, eben fördern möchten, dafür die Infrastruktur aufgebaut haben, dass wir Richtlinien beschließen haben können, wie solche Projekte gefördert werden, auch mit welchen Geldern sie gefördert werden. Also die Struktur war schon klar. Es war dann sozusagen das Matching, wie man an Projekte überhaupt rankommt und Projekte uns finden. Eine doch ja ein bisschen größere Aufgabe. Da ist das Interessante gewesen, dass auch in der Zeit der Pandemie Digitalisierungsprojekte, die jetzt im Entstehen waren, ein bisschen in Stocken geraten sind. Also dieses Matching war ein bisschen schwieriger, obwohl alle sich im Internet bewegt haben oder in digitalen Medien, waren diese Kontakte nicht so leicht zum Knüpfen, wenn man sich nicht vorher schon Berührungspunkte hatte. Das ist so ein interessantes Learning aus der Zeit gewesen, dass eigentlich die persönlichen Kontakte oder dieses Empfohlenwerden immer noch eine sehr starke Währung ist unter uns. Menschen, Institutionen etc. finden eigentlich persönlich schneller zueinander als in einer Cyberwelt. Wenn einmal die Kanäle eingerichtet sind, dann geht es natürlich extrem schnell, und inzwischen glaube ich, dass unsere Projektfondslogistik auch in den einschlägigen Kanälen und verbreitet wird, wo eben Leute gezielt suchen, welche Förderungen gibt es. Also in dem Sinne, glaube ich, sind wir nicht mehr so schwer zum Finden gewesen. Und dann eben dieses Fokussieren für Arbeitnehmerinnen, für Leute in Ausbildung, wirklich Projekte zu bieten. Also jetzt nicht die ganz große, weite Welt, sondern fokussiert auf den digitalen Wandel in der Arbeitswelt
Und wie gesagt, bei dem Projekt war es am wenigsten schwierig, weil die Fokussierung auf Lehrlinge von Haus aus bei uns einen ganz großen Stellenwert hatte. Ja. Ja, ich habe noch eine Frage an die Frau Magister Heise. Arbeiterkammern gibt es ja in Österreich ungefähr 10-mal, also 9-mal in den Bundesländern plus eine Bundesarbeitskammer. Woran liegt es, dass gerade die Arbeiterkammer Niederösterreich als erste dieses Potenzial erkannt und umgesetzt hat? Ganz kurz, es gibt uns nur 9-mal. Wir leisten uns keine extra Bundeskammer, sondern haben die in Wien in Personalunion. Also uns gibt es 9-mal. Von diesen 9 Arbeiterkammern haben 3, 3,5 eine ähnliche Projektlogistik aufgebaut wie wir. Ich glaube, dass ihr uns gefunden habt, war einfach ein Zeitfenster, wo wir schon einen Call offen hatten und ihr gesucht, also sozusagen den entdeckt haben. Und in die Projekte in den Bundesländern variieren teilweise, je nach dem, was vor Ort an Kontakten da war. In dem Fall weiß ich, dass ihr uns gefunden habt und wir jetzt sozusagen nicht aktiv euch gesucht haben. Genau. Und dann noch vielleicht nur der Vollständigkeit halber ergänzt, dass wir auch als Epicenter Works, also in dem Verein, ein Projekt zum AMS-Algorithmus bei der Arbeiterkammer Oberösterreich gehabt haben. Das ist schon abgeschlossen, aber da ging es eben auch um die Aufklärung rund um den Algorithmus, mit dem das Arbeitsmarktservice in Österreich arbeitssuchende Menschen eben einordnet und unserer Meinung nach auch sehr stark diskriminiert dabei. Ich weiß nicht, ob wir noch weitere Fragen haben. Jetzt hätten Sie... Bitte? Ja, und zwar, wie unterscheiden sich die Workshops für Lehrlinge von denen für Unternehmen? Prinzipiell ist es so, dass wir in der Evaluierung angefangen mit den Lehrlingen in der Arbeiterkammer Niederösterreich mal geschaut haben, was die Lehrlinge und diese Zielgruppe am meisten interessiert und da von dem E-Learning, das viel umfangreicher ist, schon Themen ausgesucht haben und das auch laufend immer wieder überprüft haben, ob das die Inhalte sind, die sie besonders interessieren und je nachdem, wo wir dann 3 oder 4 Unterrichtseinheiten bieten, plus natürlich immer was dazu, wenn man schneller ist oder wenn es sich mehr Zeit lässt, wenn es Fragen gibt, steht das Programm ziemlich fest an den Schulen, wenn es da keine Rücksprache gibt oder irgendwie besondere Thematiken, dass man darauf eingehen würde. Bei den Unternehmen ist es so, dass wir im Vorfeld ins Unternehmen gehen und dort mit Verantwortlichen, teilweise auch mit IT-Verantwortlichen oder Personalverantwortlichen, je nachdem, welche Gruppen oder Personen hier interessant sind in der Geschäftsführung, auch eine Bedarfsanalyse machen, was hier wirklich notwendig ist, in welchem Umfang Schulungen sinnvoll sind, welche Themen hier fürs Unternehmen und für den Arbeitsalltag und Arbeitsablauf besonders relevant sind und bieten dann eben maßgeschneidert auch ein Bildungsangebot aus den Inhalten heraus an. Ich schaue noch mal in den Saal, ob es noch weitere Fragen gibt. Noch hätten wir Zeit, ansonsten würde ich gerne noch irgendwie so als Wrap-up vielleicht, also epicenter.academy ist live, da kann man hinschauen, dort ist das E-Learning verfügbar. Wir haben das Ganze gegründet und werden auch weiter dabei bleiben. Das Ziel ist hier wirklich, über die Zeit immer mehr E-Learning-Angebote zu finden, die eben wirklich dann auch im besten Fall umso zielgruppengerechter sind und immer mehr Bereiche der Digitalisierung abdecken. Was als nächstes kommt, Cyberkriminalität, künstliche Intelligenz, das ist schon angekündigt. Und es ist alles auch ein diskursiver Prozess. Also es ist hier auch wichtig, dass wir, deswegen wollen wir auch vor Ort sein und wirklich direkt mit den Leuten zu tun haben. Also es geht nicht nur um, da ist irgendwo ein PDF, da ist irgendwo Wissen aufgeschrieben, sondern wirklich Kompetenzsteigerung. Das, was, glaube ich, auch Staatssekretär Turski da gemeint hat mit dieser Frage der Selbsteinschätzung und wie viel kann ich dann wirklich. Denn am Ende haben wir es hier mit Mathematik zu tun, gerade wenn es um so Dinge wie Passwörter geht. Das ist dann halt eben etwas, das wie in der Technik entweder funktioniert oder nicht. Und unser Ansatz ist, dass das hier wirklich funktioniert und dass wir damit in Österreich wirklich gesamtgesellschaftlich das Niveau heben, wenn es um das Verständnis digitaler Technologie geht und selbstbestimmten Umgang damit. Gut, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Ich glaube, dann können wir das Ganze beenden. Das bleibt mir nochmal ganz herzlich Danke zu sagen an das Podium und an Sie fürs Dabeisein.
Und wir stehen gerne nachher noch für One-on-Ones und Gespräche zur Verfügung. Vielen Dank. Danke.